Goedendag, lieve lezerinnen en lezer. We treffen ons hier bij Lezerschatz. Hauke Harder had mij gebeten een paar woorden over de archiefkocht te zeggen. En dat mag ik natuurlijk kennen. In deze novelle erzähl ik die geschichte van Lammert, de archiefkocht op de voorschief Texel is. Bis zum Ende des letzten Jahrhunderts lag die Texel 12 Meilen vor den Helder, um die Schifffahrt zu leiten. En heute befindet sich an dieser Stelle ein Funkfeuer. Und das alte Feuerschiff wurde in den Hafen von den Helder geschleppt, wo man es heute als Museum besuchen kann. Wer die Insel Texel besucht, sieht das Schiff auf dem Weg zur Fähre. Als die Texel noch in Betrieb war, hatte sie eine Besatzung von 11 Mann, darunter Matrosen, Maschinisten, ein Kapitän, ein Steuermann und ein Koch. Das Schiff lag vor Anker. Es fuhr nirgendwo hin, es hatte nicht einmal einen Motor und die Männer, die darauf arbeiteten, wurden davon auf die Dauer ein wenig schwermütig. Meistens blieben sie nicht lange und suchten sich Arbeit in der Handelsmarine oder im Lotsendienst. Kürzlich konnte ich einige Aufnahmen auf der Texel machen, sodass sie einen Eindruck von der Kombüse des Kochs bekommen, den Mannschaftsräumen, in denen die Matrosen aßen, und die Brücke, von der aus sie die vorbeifahrenden Schiffe im Auge behielten. In diese kleine Welt der Männer auf See nimmt in meinem Buch der Schiffskoch Lammert eine Ziegeböckchen an Bord, um sie für einen indonesischen Eintopf zu schlachten. Die inkongruente Anwesenheit dieses Landtieres auf dem Seeschiff weckt alle möglichen Gefühle und Emotionen, die den Tagesablauf empfindlich stören. Ich lese Ihnen ein Stück aus dem ersten Kapitel vor und dabei sehen Sie Archivbilder aus dem Jahre 1926. Die Wachablösung auf den Feuerschiffen war bei schlechtem Wetter eine gefährliche Aufgabe, aber die abgelöste Mannschaft freute sich drauf. Vom Feuerschiff der Schellinger Bank gibt es diese Archivbilder, aus denen man sich vorstellen kann, dass es bei starkem Wind recht rau zuging. Für die Männer, die in den 70er Jahren abgelöst wurden, war das noch immer der Fall. Ich lese Ihnen jetzt ein Stück aus dem ersten Kapitel vor. Die Männer freuten sich auf die Mahlzeit, weil sie wie Striche auf eine Zellenwand den Augenblick näher brachte, indem sie das angekettete Schiff wieder verlassen dürften. Sobald sie bei der großen Ablösung über die Jakobsleiter an Bord geklettert waren, ihre Seesäcke in die Kojen geworfen hatten und die Sandam, die sie gebracht hatten, mit der abgelösten Schicht in der Dämmerung verschwinden sah, sehnten sie mit aller Kraft den Moment herbei, in dem derselbe Schließer wieder wie die aufgehende Sonne am östlichen Horizont erscheinen würde, um sie abzuholen. Der Schließer, so nannten sie die Sandam. Der eine oder andere Matrose träumte nachts regelmäßig den gleichen Traum, dass er, sobald die Sandam im Lee des Feuerschiffs lag, wie der Erlöser selbst übers Wasser laufen konnte, hinter sich eine flammende Flussspur aus Meeresleuchten, und dass er so die Texel für immer verlassen würde, als wäre sie seine Mutter. In Wirklichkeit mussten die Männer, wenn ihr 4 Wochen Seetörn herum waren und die Sandam in Lee lag, höllisch aufpassen, damit sie nicht auf die ersten Etappe der Fahrt zum Festland ertranken. Sie standen in einer Reihe an Deck und schauten zu, wie das Beiboot ausgesetzt wurde und mit einem leisen Platschen im Wasser landete. Nun wurde es ernst. Eine nach den anderen kletterte die Jakobsleiter hinunter und warf zuerst seinen Seesack in das bockende Boot. Dann kam der Moment, in dem er selbst den halsbrecherischen Sprung wagte, sich abstieß und vom Feuerschiff löste. Es war ein Sprung in die Freiheit, weg von diesem Gefängnis, von der Vergeblichkeit und Melancholie dieses verankerten Schiffs, das niemals fuhr und niemals ankommen würde. Die Männer schauten den Koch an. Er starrte zurück. Und nun begann die Texel leicht zu rollen. Das erste Vorzeichen einer Wetteränderung. Der Koch bewegte sich mit dem Schiff und er begann zu sprechen. Gullekambing, sagte er. Ziegenkuri. Aber von einem Böckchen, das noch nicht entwöhnt ist.
Wenn man das einmal gekostet hat, weiß man, wie zart Schmorfleisch sein kann. Das vergisst man nie wieder.